Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Dieses Sprichwort hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Oder erst die Dosis macht das Gift. Dieses Zitat soll Paracelsus schon vor ungefähr 500 Jahren gesagt haben. Hinter diesen Aussagen steckt aber wesentlich mehr, als man es auf den ersten Blick denken mag. Nämlich die Erkenntnis, dass jegliche Stressoren in der richtigen Dosierung gesundheitsfördernd wirken, weil sie dann die körpereigene Widerstandskraft stärken. Daraus hat sich mit dem Hormesis-Prinzip eines der wichtigsten Grundprinzipien für Gesundheit entwickelt. Heute möchte ich einen genauen Blick darauf werfen, wie das Hormesis-Prinzip genau funktioniert und dir 5 hormetische Reize nennen, die du in deinen Alltag integrieren kannst, um deine Gesundheit zu fördern und den Alterungsprozess zu verlangsamen. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Schon immer in seiner Geschichte war der Mensch mit wiederkehrenden, lebensbedrohlichen Stresssituationen konfrontiert. Bedingt durch die Wetterverhältnisse war der Mensch mit Hitze und Kälte konfrontiert, er hatte ein marathonartiges Laufpensum, er war den ganzen Tag der UV-Strahlung der Sonne ausgesetzt und er hatte natürlich auch immer wieder Hunger. Diese Belastungen durften natürlich kein Nachteil für den Menschen sein. Der Mensch musste sich an diese Umweltfaktoren anpassen, sonst wäre er schon vor Urzeiten ausgestorben. Heutzutage haben wir jedoch die Möglichkeit, diesen Stressfaktoren weitgehend aus dem Weg zu gehen. Und steht schließlich immer Nahrung im Überfluss zur Verfügung. Wir können durch Kleidung und die Heizung zu Hause immer eine angenehme Temperatur herstellen und wir müssen uns auch immer weniger bewegen. Dadurch, dass wir die Widerstandskraft nicht mehr fordern, verkümmert sie immer mehr. Denn ein Mangel an Belastung hat auch immer eine mangelhafte Regeneration des Organismus zur Verfügung. Und die Regenerationsfähigkeit ist wiederum der ausschlaggebende Faktor, wenn es um Alterungsprozesse geht. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns so oft wie möglich diesen ursprünglichen Stressreizen aussetzen, um unsere Widerstandskraft eben wieder aufzubauen. Denn hier wirkt das Hormesis-Prinzip. Hormesis bedeutet so viel wie Anregung oder Anstoß oder auf Englisch Adaptive Response, was auf Deutsch so viel bedeutet wie anpassungsfähige Antwort. Und das sagt tatsächlich auch schon eine Menge aus. Das Hormesis-Prinzip besagt nämlich, dass geringe Dosen von Stressoren, also von Faktoren, die Stress auslösen, wie zum Beispiel Hitze, Kälte oder Hunger, gesundheitsfördernd wirken, weil sie dann die körpereigene Widerstandskraft stärken. Wichtig dabei ist, dass nicht der Stressor selbst gesundheitsfördernd wirkt, sondern immer die Reaktion des Körpers darauf. Allein die Dosis der Belastung entscheidet darüber, ob es zu einer hormetischen Anpassungsreaktion kommt oder zu einer Schädigung. Die erforderliche Dosis ist dabei aber nicht bei jedem gleich, sondern hängt ab von der individuellen Widerstandsfähigkeit des Menschen. Nehmen wir dafür mal das Beispiel Hitzestress. Eine Person A, die regelmäßig in die Sauna geht und sich so mit dem Hitzestress aussetzt, ist körperlich bereits viel besser an die Hitze angepasst als eine Person B, die zum ersten Mal in die Sauna geht. Logisch. Person A kann also länger und bei höheren Temperaturen in der Sauna bleiben und gleichzeitig eine hormetische Anpassungsreaktion erzeugen, im Gegensatz zu Person B, die sich bei der gleichen Dosis eben nur schaden würde. Das bedeutet, das ist eine ganz individuelle Geschichte. Entscheidend ist das Verhältnis der Dosis der Belastung zur individuellen Widerstandsfähigkeit des Menschen. Das bedeutet, der Körper reagiert auf Belastungen immer unlinear und wir haben keine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung, die so aussehen würde. Das würde nämlich bedeuten, wir hätten keinen Schwellwert und eine beliebig niedrige Dosis hätte schon ein Schädigungspotenzial. Eine hormetische Dosiswirkungskurve sieht so aus. Wir haben einen individuellen, dosisabhängigen hormetischen Bereich, in dem es zu einer gesundheitsfördernden Anpassungsreaktion kommt. Außerhalb des hormetischen Bereichs wird aber auch hier eine schädliche Wirkung erzeugt. Hormetische Wirkung gibt es auf sehr vielen Ebenen. Alle Organe und Organsysteme wie die Haut, das Immunsystem, das Hormonsystem, das Herz-Kreislauf-System, das Gehirn und die Muskulatur, sie alle benötigen Belastung, um sich zu verbessern. Beim Immunsystem erkennen wir ja bereits, dass es sozusagen ein Training durch Infektionen braucht, um leistungsfähig zu bleiben und sich in einem sterilen Umfeld immer weiter zurückentwickeln würde. Oder bei der Muskulatur, die regelmäßige mechanische Reize braucht, damit sie nicht atrophiert. In diesem Bereich sind uns hormetische Reaktionen bereits bekannt. Die gibt es aber auch in vielen anderen Systemen, bei denen wir es überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Die gesundheitsfördernde Wirkung dieser Reize basiert auf dem Prinzip der Superkompensation. Und das lässt sich am Beispiel des Muskelaufbaus ganz gut verdeutlichen. Im Rahmen des Krafttrainings entstehen im Muskelgewebe nämlich viele kleine Verletzungen und es kommt zu einem Abfall des Leistungsniveaus.
In der Regenerationsphase nach dem Sport regeneriert der Körper diese Verletzung und erreicht wieder sein ursprüngliches Leistungsniveau. Dabei bleibt es aber nicht. Der Körper baut zusätzlich neue Muskulatur auf und wird somit leistungsfähiger, damit er auf einen erneuten Reiz besser vorbereitet ist. Die Superkompensation greift aber eben nicht nur beim Muskelaufbau, wo es ja offensichtlich ist, weil der Muskel wächst, sondern bei jedem hormetisch wirkenden Reiz. Damit das Ganze aber nicht so abstrakt bleibt, möchte ich dir jetzt einmal 5 hormetische Reize vorstellen und dir zeigen, wie du sie in deinen Alltag integrieren kannst. Einer der schwerwiegendsten Stressfaktoren für unseren Körper ist Hunger, weil Hunger bzw. ein Nahrungsmangel über einen längeren Zeitraum natürlich schnell lebensbedrohlich werden kann. Gleichzeitig gab es aber immer in der Menschheitsgeschichte Phasen, in denen keine oder nicht ausreichend Nahrung zur Verfügung stand und der Mensch dementsprechend gezwungen war zu fasten. Solche Fastenphasen durften aber natürlich kein Nachteil sein. Der Mensch musste leistungsfähig bleiben, um sich gerade dann seine Nahrung erarbeiten zu können. Aufgrund dieser Erfordernisse hat der Mensch im Laufe der Evolution viele Mechanismen entwickelt, um mit Nahrungsknappheit klarzukommen. Und deshalb wirken kurze Fastenphasen sowie ein leichtes Kaloriendefizit, natürlich bei ausreichender Mikronährstoffversorgung, hormetisch und damit gesundheitsfördernd. Wenn die Fastendosis aber zu groß ist, wir also zu lange zu wenig Kalorien zu uns nehmen, wird es ohne Frage irgendwann schädlich. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Heutzutage ist bei den meisten Menschen aber genau das Gegenteil der Fall und steht immer Nahrung im Überfluss zur Verfügung. Wir essen dementsprechend viel zu viele Kalorien und wir essen auch den ganzen Tag über. Mit dem Frühstück direkt nach dem Aufstehen, dem Mittagessen, dem Abendessen, mit Zwischenmahlzeiten und im schlimmsten Fall auch noch mit einem Snack direkt vor dem Schlafengehen. Und dadurch ist unser Körper diesem evolutionären Hungerstress so gut wie gar nicht mehr ausgesetzt. Gerade das ist aus gesundheitlicher Sicht aber enorm wichtig, besonders wenn es darum geht, den Alterungsprozess zu verlangsamen. Dazu hat Professor Dr. Frank Maddeo vom Institut für Molekulare Biowissenschaften der Karl-Franzens-Universität in Graz gesagt: Altersforscher sind ein zerstrittener Haufen, aber sie sind sich in einer Sache einig. Fasten oder Kalorienreduktion im Allgemeinen verlängert die Lebensspanne und zwar in allen Organismen überall auf der Welt. An der Stelle möchte ich nochmal hervorheben, dass es nicht das Fasten selbst ist, was uns gesund macht, sondern die Reaktion des Körpers auf den damit einhergehenden Hungerstress. Wie setzen wir das Ganze jetzt um, beziehungsweise wie schaffen wir es, uns dem Hungerstress möglichst oft auszusetzen? Da ist meiner Meinung nach das Intervallfasten ganz klar die beste Möglichkeit, die jeder relativ einfach umsetzen kann. Beim Intervallfasten geht es darum, alle Mahlzeiten eines Tages in einem möglichst kleinen Zeitraum unterzubringen, damit wir jeden Tag einen möglichst langen Fastenzeitraum haben. Es geht also nicht um Nahrungsverzicht, sondern nur um das Timing der Mahlzeiten. Weit verbreitet ist dabei zum Beispiel die 16:8 Methode, bei der wir alle Mahlzeiten eines Tages innerhalb von 8 Stunden, beispielsweise von 10 bis 18 Uhr, unterbringen und die übrigen 16 Stunden des Tages fasten. Die meisten gesundheitlichen Wirkungen des Fastens stellen sich nämlich bereits ab einem Fastenzeitraum von 12 Stunden ein. Und da wir beim Intervallfasten eben nicht auf Nahrung verzichten, können wir es im Gegensatz zum herkömmlichen Fasten jeden Tag anwenden. Wenn du mehr zum Intervallfasten erfahren möchtest, speziell zu den gesundheitlichen Vorteilen, dann schau dir gerne mal das Video an, das ich dazu gemacht habe. Das verlinke ich dir mal hier oben in den Infokarten. Wenn wir das Intervallfasten in unseren Alltag integrieren, profitieren wir somit jeden Tag vom hormetisch wirkenden Hungerstress. Das Tolle ist, dass wir das Hormesis-Prinzip für unsere Gesundheit auch im übrigen Zeitraum des Tages für uns nutzen können, nämlich während wir etwas essen. Und zwar, indem wir sekundäre Pflanzenstoffe über die Nahrung zu uns nehmen. Pflanzen können vor Fressfeinden nicht weglaufen. Deshalb mussten sie andere Strategien gegen Schädlinge entwickeln. Im Laufe von Millionen von Jahren haben Pflanzen deshalb die Fähigkeit erworben, Stoffe zu produzieren, die ihren Schädlingen, zum Beispiel Insekten, schaden. Diese chemischen Verbindungen sind für die Insekten im Allgemeinen nicht tödlich, weil es der Pflanze ja im Endeffekt egal sein kann, ob die Tiere sterben oder weiterleben, sie sollen lediglich ferngehalten werden. Vor größeren Fressfeinden, also richtigen Pflanzenfressern, schützt sich die Pflanze zum Beispiel, indem sie Stoffe produziert, die Übelkeit und Erbrechen hervorrufen. Als Reaktion darauf haben Tiere und auch wir Menschen Alarmsysteme entwickelt. Dazu zählt zum Beispiel die Wahrnehmung des bitteren Geschmacks, der uns davor warnen soll, die Pflanze zu essen. Bei diesen Substanzen handelt es sich um sekundäre Pflanzenstoffe, die die Pflanze generell zum Schutz vor Umweltfaktoren ausbildet. Zum Beispiel zum Schutz vor der UV-Strahlung der Sonne, dafür gibt es Carotinoide und Anthocyane. Zum Schutz vor Fressfeinden, dafür gibt es zum Beispiel Alkaloide. Und zum Schutz vor schädlichen Mikroorganismen, dafür gibt es zum Beispiel die Cannabinoide.
Somit wirken sekundäre Pflanzenstoffe als natürliche Pflanzenschutzmittel, als natürliche Pestizide. Viele dieser Abwehrstoffe sind nicht nur für die Feinde der Pflanzen giftig, sondern auch für uns Menschen. Wenn wir pflanzliche Nahrung zu uns nehmen, konsumieren wir in geringen Dosen auch diese Toxine und setzen den Körper damit unter leichten Stress, der hormetisch wirkt. Unsere Zellen gehen an diesen Pflanzengiften nämlich nicht zugrunde, sondern sie gehen gestärkt daraus hervor, indem sie zum Beispiel mehr antioxidative Enzyme bilden und damit die eigene Resistenz gegenüber oxidativem Stress erhöhen. Das bedeutet, auch hier sind nicht die sekundären Pflanzenstoffe selbst gesund, sondern die Reaktion des Körpers darauf. Und bei sekundären Pflanzenstoffen müssen wir uns auch keine Sorgen machen, dass wir aus dem hormetischen Bereich geraten, weil wir eine zu hohe Dosierung erreichen. Erstens, weil sekundäre Pflanzenstoffe in Lebensmitteln nur sehr gering konzentriert sind. Anders ist es, wenn wir sekundäre Pflanzenstoffe als Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen. Da können wir teilweise schon eine Überdosierung erreichen. Und zweitens, weil die Bioverfügbarkeit der meisten sekundären Pflanzenstoffe auch ziemlich gering ist. Die meisten Menschen nehmen eher viel zu wenige sekundäre Pflanzenstoffe zu sich und schöpfen das hormetische Potenzial somit gar nicht richtig aus. Deshalb kann ich eben nur empfehlen, möglichst viele sekundäre Pflanzenstoffe über unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel zu sich zu nehmen. Der dritte Stressor, über den ich sprechen möchte, ist Hitze. Wenn wir uns in der Sauna regelmäßig extrem hohen Temperaturen aussetzen, ist das Stress für den Körper. Der Mensch ist nämlich ein homeothermes bzw. gleichwarmes Lebewesen. Das bedeutet, die Körperkerntemperatur bleibt immer konstant bei ungefähr 37 Grad Celsius, unabhängig von der Außentemperatur. Wenn die Außentemperatur stark von der Körperkerntemperatur abweicht, muss der Körper Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Temperatur treffen. Und je größer die Differenz zwischen Körperkerntemperatur und Außentemperatur, desto mehr muss der Körper logischerweise dann auch leisten. Und da hat er neben Schwitzen und Zittern eben noch viele weitere Mechanismen entwickelt, die wir heutzutage aber nur noch in geringem Maße nutzen, weil wir kaum noch mit extremen Temperaturen konfrontiert sind. Wir haben ein warmes Zuhause mit Heizung, wir haben warme Kleidung bzw. Klimaanlagen, wenn es zu warm wird. Das sind natürlich tolle Errungenschaften, auf die wir auch nicht verzichten müssen, aber aus gesundheitlicher Sicht macht es eben durchaus Sinn, diese extremen Temperaturreize in den Alltag einzubauen, um die Anpassungsfähigkeit des Körpers zu trainieren. Und das erreichen wir in Bezug auf Hitze eben durch regelmäßige Saunagänge. Auch hier gibt es natürlich einen hormetischen Dosisbereich, den wir nicht überschreiten sollten. Denn wenn wir uns zu lange in der Sauna aufhalten oder die Temperatur zu hoch ist, erreichen wir keine hormetische Wirkung mehr, sondern schaden uns im Endeffekt nur. Aber man muss sagen, man merkt ja in der Regel in der Sauna dann selbst schon, wann es einem zu warm wird. Und solange man dann nicht noch für Ewigkeiten in der Sauna bleibt, überschreitet man diese Dosis auch nicht. Und weil ich ja gerade generell von extremen Temperaturen gesprochen habe, ist klar, dass neben der Hitze auch die Kälte ein hormetisch wirkender Stressor ist. Denn auch hier besteht eine große Differenz zur Körperkerntemperatur von 37 Grad Celsius. Das bedeutet, es wird die Fähigkeit trainiert, Wärme zu erzeugen, um die Körperkerntemperatur aufrechtzuerhalten. Der gezielte Einsatz von Kältereizen für die Gesundheit wird als Kryotherapie bezeichnet. Und von vielen Sportlern, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo, ist bekannt, dass sie die Kältekammer gezielt für ihre Regeneration nutzen. Das bedeutet, kalte Duschen und Eisbäder sind ebenso gesund wie regelmäßige Saunagänge. Es gibt interessanterweise sogar speziell dazu eine Studie. Dabei hat man die Blutproben von Personen, die regelmäßig im Winter im eiskalten Wasser schwimmen gehen, und von Personen, die das eben nicht tun, miteinander verglichen. Und dabei hat man festgestellt, dass der Gehalt von Glutathion, Katalase und Superoxidismutase, drei sehr mächtigen körpereigenen Antioxidantien, wesentlich höher war. Das heißt, die körpereigene Widerstandskraft gegenüber oxidativem Stress hat sich durch die regelmäßigen Kältereize stark erhöht. Und der letzte Faktor, über den ich sprechen möchte, bei dem es eigentlich sogar am offensichtlichsten ist, dass es sich um Stress handelt, ist Sport. Getreu dem Motto, Sport ist Mord. Und hier ist es auch am offensichtlichsten, dass Sport hormetisch wirkt, denn sonst wären keine sportlichen Leistungssteigerungen möglich und es würde auch keinen Profisport geben. Denn wenn es beim Stressor Sport eine lineare Dosis-Wirkungsbeziehung gäbe, würde das bedeuten, dass schon die kleinste körperliche Betätigung schädlich wäre. Trotzdem gibt es auch beim Sport einen hormetischen Dosisbereich, den wir nicht überschreiten sollten. Denn wenn wir zu lange, zu intensiv oder mit zu kurzen Pausen Sport treiben, erzielen wir eine schädliche Wirkung. Dann wird der Sportler nicht besser, sondern schlechter. Dass wir uns körperlich betätigen, ist heutzutage aber wichtiger denn je, weil unser Alltag kaum noch Bewegung erfordert. Die meisten Strecken legen wir mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. Im Beruf sitzen wir in der Regel auch die meiste Zeit, wenn wir jetzt nicht gerade im Handwerk tätig sind. Und zu Hause hängen wir nur noch vor dem Smartphone oder vor dem Fernseher.
Obwohl unser Bewegungsapparat eigentlich auf eine tägliche Wanderung von 20 bis 30 Kilometern ausgelegt ist. Dementsprechend ist Bewegungsmangel zu einem der größten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen geworden. Aber nicht nur Bewegung im Alltag ist wichtig, sondern auch ein intensives Ausdauertraining, Krafttraining und Beweglichkeitstraining. Fassen wir bis hier nochmal zusammen. Heutzutage mangelt es uns an Belastungsreizen und das hat eine mangelhafte Regeneration des Organismus zur Folge. Wenn wir es hingegen schaffen, unsere evolutionären Stressfaktoren in den Alltag zu integrieren, fördern wir damit die Widerstandskraft des Körpers und können unseren Alterungsprozess verlangsamen. Hungerstress können wir durch Intervallfasten wunderbar einbauen. Nahrungsgifte stehen uns mit sekundären Pflanzenstoffen in unverarbeiteter pflanzlicher Nahrung nach wie vor zur Verfügung, wir müssen sie nur zu uns nehmen. Kältereize können wir durch kalte Duschen oder gezieltes Eisbaden im Winter wunderbar einbauen. Hitzereize erreichen wir durch regelmäßige Saunagänge und körperliche Betätigung haben wir im heutigen Alltag immer weniger. Deswegen ist es umso wichtiger, Krafttraining, Ausdauertraining und Beweglichkeitstraining gezielt in den Alltag einzubauen. Jetzt haben wir gelernt, welche Reize hormetisch wirken und wie wir sie in den Alltag einbauen können. Wenn wir das tun, erzielt jeder Reiz eine dreifache Gesundheitswirkung. Zunächst wird ein Schutz vor dem akuten Stressreiz selbst aufgebaut. Wenn der Stressreiz heißt, Achtung, viele freie Radikale, reagiert der Körper mit einer verstärkten Produktion körpereigener Antioxidantien. Dann kommt es im Rahmen der Superkompensation zu einer überschießenden Anpassungsreaktion. Der Körper stärkt sich für zukünftige Stressreize. Heißt, er produziert mehr Antioxidantien, als er in dieser Situation benötigt und er produziert sie auf Vorrat. Und im dritten Schritt kommt es zu einer Reparatur vorangegangener Schäden. Der Körper repariert also Zellen, die durch den Reiz beschädigt worden sind. Aber auch das passiert ein wenig übertrieben. Der Körper repariert nämlich auch Zellen, die vor dem Reiz schon beschädigt waren, beziehungsweise baut sie mittels Autophagie ab. Und das ist so wertvoll, weil sich diese beschädigten Zellen angehäuft hätten und früher oder später gefährlich geworden wären. Ohne die Stressreaktion wären sie aber gar nicht aufgefallen. Die Hormesis-Wirkung erfolgt also immer in drei Schritten. Dem Schutz vor dem akuten Stressreiz, der Stärkung für zukünftige Stressreize und der Reparatur vorangegangener Schäden. Diese Wirkungskaskade läuft über verschiedene Grundmechanismen der Hormese ab. Die lassen sich aber nicht direkt einem Stressor zuordnen, sondern laufen meistens parallel ab. Deshalb möchte ich ein paar davon jetzt einmal kurz erklären. Der wohl wichtigste Hormesemechanismus ist der KEAP1-NRF2-Signalweg. KEAP1 und NRF2 sind zwei Proteine, die im Zytoplasma jeder Zelle vorkommen und normalerweise aneinander gebunden sind. Wenn die Zelle jetzt unter Stress gerät, weil wir zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe aufnehmen, wie Curcumin aus Kurkuma oder Sulforaphan aus Brokkoli, wird KEAP1 stimuliert. KEAP1 phosphoryliert dann NRF2, das heißt KEAP1 überträgt eine Phosphatgruppe auf NRF2. Das veränderte NRF2 löst sich daraufhin von KEAP1 und wandert vom Zytoplasma in den Zellkern. Dort bindet es sich an eine DNA-Sequenz, die als ARE, Antioxidative Response Element, bezeichnet wird. ARE liegt in einer sogenannten Promoter-Region von Genen. Das ist der Bereich, der direkt vor dem eigentlichen Gen liegt und zwar nicht selbst an der Transkription beteiligt ist, aber letztendlich darüber entscheidet, ob ein Gen transkribiert wird und anschließend das zugehörige Protein exprimiert, also produziert wird. Und NRF2 ist der zugehörige Aktivator für ARE. Wenn NRF2 sich an ARE bindet, aktiviert es bis zu 242 gesundheitsschützende Gene, welche dann für die Produktion antioxidativer Enzyme sorgen. Und so verteidigt sich die Zelle selbst gegen oxidativen Stress. Der zweite Mechanismus ist die Ausschüttung von Hitzeschockproteinen. Hitzeschockproteine werden ausgeschüttet, wenn wir zum Beispiel im Rahmen eines Saunaganges Hitzestress ausgesetzt sind. Hitze verändert die Struktur von Proteinen, sodass diese ihrer Funktion nicht mehr nachkommen können. Proteine bestehen nämlich aus Aminosäuren, die aneinandergereiht eine Kette bilden, die sogenannte Primärstruktur. Diese Kette windet sich, um Platz zu sparen, zu einer Sekundärstruktur und die Sekundärstruktur ordnet sich dann räumlich zu einer Tertiärstruktur an. Diese dreidimensionale Faltung ist absolut entscheidend für die Funktion der Proteine. Wenn jetzt aber durch Hitze von außen zu viel Energie auf die Proteine einwirkt, wird die geometrisch exakte Struktur verändert und die Proteine damit unbrauchbar.
Um das zu verhindern, bildet der Körper Hitzeschockproteine. Hitzeschockproteine stabilisieren die Struktur der Proteine und verhindern so, dass diese denaturieren. Und sie können sogar beschädigte Proteine in ihre richtige Struktur zurückfalten. Sie wirken gemäß dem Hormesis-Prinzip überkompensierend. Das heißt, nicht nur akute Schäden werden behoben oder vermieden, sondern Proteine werden sogar für die Zukunft gestärkt und die Anhäufung beschädigter Proteine im ganzen Körper wird reduziert. Das passiert aber nicht nur bei Hitze, sondern bei allen Stressoren, die unsere Proteine schädigen. Hitzeschockproteine heißen nur so, weil sie bei hitzegeschockten Bakterien das erste Mal entdeckt wurden. Eine ähnliche Reaktion wird ausgelöst, wenn Proteine schon bei der Herstellung durch einen Stressor geschädigt werden und nicht die richtige Struktur annehmen. Wenn sich nämlich fehlgefaltete Proteine in der Zelle ansammeln, wird der sogenannte UPR-Weg aktiviert. Das steht für Unfolded Protein Response. Ziel der UPR ist es, die Zelle vor dem Untergang zu retten. Dafür wird die Apoptose, der programmierte Zelltod, zeitweise unterdrückt und der Körper versucht, die fehlgefalteten Proteine abzubauen und bildet vermehrt sogenannte Chaperone, die für eine korrekte Proteinfaltung sorgen. Sollte diese Reaktion innerhalb einer bestimmten Zeit aber nicht effektiv sein, wird die Apoptose ausgelöst. Und der Vorteil dabei ist, dass auch fehlgefaltete Proteine abgebaut werden, die vorher schon da waren und ohne den Stressor gar nicht aufgefallen wären. Dann gibt es noch die Hypoxie-Stressantwort. Hypoxie bezeichnet einen Sauerstoffmangel. Dieser Weg wird also aktiviert, wenn die Zelle nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Und das ist zwangsweise der Fall, wenn wir uns in größeren Höhen aufhalten. Deswegen gibt es übrigens auch speziell das Höhentraining, aber auch generell bei körperlicher Anstrengung. Denn wenn wir intensiv Sport treiben, ist der Energiestoffwechsel und damit auch der Sauerstoffverbrauch auf einem sehr hohen Level. Und dadurch fällt es dem Körper deutlich schwerer, die Sauerstoffversorgung der Zellen sicherzustellen. Durch den hohen Energiestoffwechsel fällt gleichzeitig auch ein Vielfaches an freien Radikalen an und deswegen hat intensiver Sport immer gleich zwei hormetische Reaktionen zur Folge. Einmal die Antwort auf den oxidativen Stress und die Antwort auf den Sauerstoffmangel. Wie reagiert der Körper jetzt auf den Sauerstoffmangel? Er reagiert mit der Ausschüttung eines Transkriptionsfaktors namens HIF, steht für hypoxie-induzierter Faktor. HIF reichert sich in der Zelle an und wandert dann in den Zellkern. Dort bindet sich HIF an eine DNA-Sequenz, die als HRE, Hypoxia Response Element, bezeichnet wird. HRE aktiviert dann zahlreiche Gene, die den Organismus vor Sauerstoffmangel schützen, indem sie entsprechende Proteine bilden. Und dazu zählen zum Beispiel Blutgefäßwachstumsfaktoren, die logischerweise dann dafür sorgen, dass mehr Blutgefäße gebildet werden, die dann mehr Sauerstoff ins Gewebe transportieren können und so den Sauerstoffmangel beheben. Das waren jetzt Beispiele für zelluläre Reaktionen, bei denen die Hormesis-Moleküle direkt in der Stresssituation gebildet werden. Hormetische Reize können aber auch langfristige Veränderungen bewirken. Wenn Stressreize, wie zum Beispiel anstrengender Sport, immer wieder auf uns einwirken, kann es langfristig sogar zu organischen und anatomischen Veränderungen kommen. Diese Veränderungen bleiben auch bestehen, wenn die nach einem Stressreiz gebildeten Hormesis-Moleküle schon längst wieder abgebaut sind. Das beste Beispiel dafür, das auch direkt sichtbar ist, ist natürlich der Muskelaufbau. Beim Krafttraining kommt es durch die mechanischen Reize aber auch zu einer Stärkung des passiven Bewegungsapparates. Heißt, Knorpel, Sehnen und Bänder werden gestärkt und die Knochendichte erhöht sich. Beim Ausdauersport wächst langfristig der Herzmuskel und die Muskulatur wird besser kapillarisiert. Aber auch bei Hitze- und Kälteexposition kommt es zu langfristigen Veränderungen. Bei regelmäßigen Kältereizen erhöht sich langfristig zum Beispiel der Anteil des stoffwechselaktiven braunen Fettgewebes und der Anteil des weißen Fettgewebes sinkt. Diese langfristigen Veränderungen sind meiner Meinung nach nochmal eine zusätzliche Motivation, um aus den Stressoren Gewohnheiten für den Alltag zu machen. Wenn du mehr zum Hormesis-Prinzip erfahren möchtest, dann schau mal in die Videobeschreibung unter dem Video. Da verlinke ich dir ein gutes Buch zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte dich mit dem Video inspirieren. Wenn das der Fall ist, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch diesen Kanal. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.